What's the most important sentence in the Bible? Was ist der wichtigste Satz in der Bibel? Diese Frage wurde uns in Norwegen gestellt. Und uns, das sind in dem Fall der vor der Kamera und der hinter der Kamera. Harald und ich waren vor anderthalb Jahren gemeinsam auf dem Olafsweg. Und die Frage hat uns Eva gestellt. Wir waren in einer der Hütten auf ihrem Campingplatz und sie hat uns in ihrer liebenswürdigen und so freundlichen Art und Weise zum Abendessen mit Freunden und Familie eingeladen. Und da fiel genau dieser Satz. Was ist der wichtigste Satz in der Bibel? Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, sage ich erstmal herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Ja, und dann habe ich erstmal nachgedacht. Der wichtigste Satz in der Bibel, hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht, was denn ein Satz so heraushebt, dass er der wichtigste wäre. Und dann gingen mir durch den Kopf die Offenbarung im Dornbusch vor Moses, ich bin der, ich bin da. Oder der erste Satz im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder die Botschaft des Engels am leeren Grab, Auferstehung, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Oder Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Ich war mir so unsicher, dass ich Eva gebeten habe, ja, was ist denn der wichtigste Satz in der Bibel für dich? Was sagst du denn? Und ihre Antwort war John 3,16, Johannes 3,16. Und das kommt an diesem Sonntag im Evangelium vor. Und dort steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Und das ist wirklich ein unglaublich wichtiger Satz. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Sie ist nicht sein Spielzeug, das er irgendwann mal gemacht hat, um Spaß dran zu haben. Sie ist auch nicht irgendwann mal von ihm in die Welt gesetzt und lässt sie jetzt außer Acht, sondern Gott liebt diese Welt mit allem, was da drin ist. Er hat sie unglaublich lieb. Und wenn er die Welt so sehr liebt, dann meint das ja auch konkret mich und dich. Gott liebt diese Welt in unglaublicher Weise. Und John 3,16 sagt ja auch, woran man das sehen kann. Nämlich so sehr, dass er seinen Sohn hingibt. Das Kostbarste, was er hat, gibt er in diese Welt und für diese Welt. Und was ist das alles mitgemeint? All das, was mit Jesus geschehen ist, seine Geburt, seine Botschaft vom Reich Gottes, vom barmherzigen Vater, wie wir diesen Weg finden können, sein Leiden für uns, Kreuz und Auferstehung, natürlich, der Himmel steht offen. All das meint das und dass wir in ihm das Leben haben, dass der Himmel für uns offen ist. Das meint Hingabe und sogar noch viel mehr. Wenn Gott seinen Sohn hingibt, dann denke ich auch an die Sakramente, vor allem an die Eucharistie. Er gibt ihn für mich und mir, ein Zeichen seiner unendlichen Liebe. Und noch eins, er zeigt auch, dass nicht haben und behalten das Wichtigste ist, sondern das Geben ist das Zeichen seiner Liebe. Das Hingeben, Hingabe, ein wichtiges Wort, nicht nur in der Fastenzeit, sondern für unser Leben, für das, wie wir leben und uns eben nicht behalten und für mich bleibe. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingibt. Ich glaube auch, wenn ich mit diesem Satz
meinen Tag anfange, Gott liebt mich so sehr. Und wenn ich mit diesem Satz den Tag beende und auf den Tag nochmal zurückschaue, wo das denn vielleicht aufgetaucht ist oder was ich mit meinen Fehlern mache an diesem Tag oder meinen Unvollkommenheiten, dann kann ich sie ihm auch nochmal überlassen. Wenn ich mit diesem Satz, der für Eva der wichtigste Satz in der Bibel ist, meinen Tag beginne im Bett und abschließe im Bett, dann verändert sich mein Leben. Und ich will das auf dem Weg zu Ostern wirklich auch nochmal machen. Ganz bewusst mit Gottes Liebesangebot den Tag beginnen und abschließen. Und mal sehen, was sich damit bis Ostern verändert. Ein wirkliches Hoffnungszeichen aus der Bibel. John 3,16. Bleibt behütet.